Willkommen zu einem neuen Projekt namens Dead Space 2. So, machen wir hier mal kurz das Vorwort, bevor wir jetzt hier reinstarten. Und zwar hatte ich mir jetzt überlegt, da Halloween ja demnächst vor der Tür steht, ich aber grundsätzlich immer LPs produziere, Folgen pro Tag. Und ich jetzt nicht direkt am Halloween das starten wollte, sondern damit man dann halt auch ein bisschen schon vielleicht reingucken kann und so. Ja? Machen wir jetzt hier sozusagen ein kleines Horror-LP. Das heißt, ich habe den Sound jetzt auch hoffentlich laut genug drin, damit man halt auch die Geräusche schön hört. Und gut. Dead Space 1 hatten wir ja schon vor Äonen mal gemacht. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, Zombie gemacht. Für Halloween. Jetzt fangen wir mal wieder an, Reihglied zu machen. Das heißt, ich hoffe, ich scheiße mir nicht zu sehr ein. Wir gehen mal in den Einzelspieler. Und werden auch deswegen auch nochmal, was bei Dead Space geschah, anschauen. Im 25. Jahrhundert waren die Rohstoffreserven der Erde erschöpft, verbraucht, ausgebeutet. Verzweifelt und kurz vor dem Aussterben stießen wir in die Leere des Alls vor und entdeckten dort reiche neue Welten, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden. Auf der Erde drehte sich alles nur noch um diese Planeten. Es wurden Abbauschiffe gebaut, darunter die USG Ishimura, der größte und bekannteste dieser Giganten. Die Ausschlachtung der Planeten wurde zur Routine. Ihre Ausbeute hielt uns am Leben. Dann rückte Aegis 7 ins Licht der Aufmerksamkeit. Jahrhundertelang wurde seine Existenz geheim gehalten, doch Gier und Korruption setzten sich über alle Vorsichtsmaßnahmen hinweg. Dort, vergraben unter der Oberfläche, fand man ein Artefakt, den roten Marker. Lange verschollen und lange vergessen. Die Religion, an die ich glaubte, hatte ihren heiligen Gral gefunden, den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit. Der Tod ist nicht das Ende. Zumindest dachten wir das. Er brachte keine Erlösung. Nur Verderben und Leid. Der Marker brachte Wahnsinn, Mord und Chaos. Er brachte Necromorphs hervor. Jene, die von den Planeten entkommen konnten, retteten sich auf die sichere Ishimura. Wir sind Shuttle CSO4. Die Kolonie ist überrannt. Wir können nicht zurück. Das Böse von Aegis 7 kam mit ihnen an Bord. Binnen Stunden wurde es dunkel auf der Ishimura. Der Konzern sandte eine Reparaturcrew, die nach dem Rechten sehen sollte. Scheint, als hätte jeder versucht, in aller Eile zu packen. Zur Crew gehörte ein Mechaniker, Isaac Clark. Isaac, ich bin's. Der ein besonderes Interesse an der Ishimura hatte. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ich... In der Dunkelheit fand Isaac tot. Was zum Teufel? Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Und den roten Marker. Er war weder heilig noch außerirdisch, sondern von Menschenhand geschaffen. Und er konnte dazu benutzt werden, den Ausbruch zu stoppen. Isaac fand auch Nicole. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Die den Freitod gewählt hatte und nur eine Erscheinung des Markers war. Isaac konnte fliehen. Alles andere wurde zerstört. Drei Jahre später erwacht er in einem Krankenhaus auf der Titanstation, einer Earthgov-Metropole auf dem größten Mond des Saturns. Isaac hat überlebt, aber sein Verstand ist nicht länger sicher.
denn der Marker verändert alles. Okay, so viel dazu. Das heißt, wir starten jetzt auch ins neue Spiel rein. Also, let's go. Ja komm, ich mach mal auf normal. Dürfte fürs LP reichen. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich später. Schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac, danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben. Von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! 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 Isaac, können Sie mich hören? Dana, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Lecker. Franco? Franco, was ist passiert? Oh Gott. Isaac Clark. Wenn Sie mich hören können, dann fliehen Sie. Schon dabei. Laufen. Okay. Wo muss ich hingehen? Lass mich in Ruhe. Lass mich! Ui! Ja, geht ja schon ganz gut los.
Ja, schönes Geatme. Hier piept alles. Noch jemand da? Hilfe? Na gut, aber ich wollte noch mal kurz was in den Einstellungen gucken, weil irgendwie läuft das hier gerade nicht so, wie ich das haben wollen würde. Nee, ist eigentlich alles drin. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Achso, siehst du, Untertitel hat er mir auch wieder ausgemacht. Okay. Weil ich hatte vorhin schon die ganze Zeit Probleme mit den Einstellungen. Gut, dann werde ich jetzt erstmal einmal kurz speichern. So, bestätigen. Haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Dann weiter. In der Zwangsjacke. Hilfe? Ich glaube, er ist tot. Ah, jetzt kommt er ja schon wieder aus den Wänden. Ich will auf Klo. Lass mich auf Klo. Okay, auf Klo ist auch kein sicherer Ort. Na lecker. Hat er ihn gegessen? Hat er geschmeckt? Natürlich, die Waffe hängt bestimmt oben oder so. Zeitmänner und alle Projektmitarbeiter. Die Hauptprobanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Zeitmann endet. Okay. Wir sind nicht gemeint, nein. Ich muss irgendwie aus der Zwangsjacke raus. Gut, laufen wir erstmal hier. Hey, natürlich immer Richtung Blut, das ist immer der richtige Weg. Ich traue hier keinem irgendwie einen Meter. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Okay. Der Proband ist Nolan Strauss. 7158. Ich glaube, überall der Marker rum. Könnte mal auch langsam, glaube ich, mal ein Medikit oder sowas brauchen. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Oh, ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen an. So, gehen wir erstmal weiter. Ja, schön. Hallo? Sir? Alles gut?
Kommen Sie mal. Entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Hill. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu! Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Wandspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Okay. Oh, ja. Hat einen Balken mehr gemacht. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir ihnen angetan haben. Nein! Oh Mann. Na, da sieht's auch nicht besser aus dahinter. Gut, gehen wir erstmal weiter. Clark. Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Route? Was für eine Route? Zumal ich habe jetzt nur eine Taschenlampe. Yay. Ich fühle mich sicher. Okay. Okay, boxen kann ich anscheinend auch. Aber wieso kann ich den Aufzug nicht? Jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ja, wenigstens kann ich zuschlagen. Au. Keiner da. Muss das jetzt so ein dunkler Raum sein? Drücke und halte B. Okay. Hast du gerade jemand lang gelaufen? Hallo? Sehen tue ich gerade keinen. Oh Mann. Okay. Ja, zielen, halte gedrückt. Ist das jetzt euer Ernst, Mensch? Wollt mich halt so panisch machen, ja? Hab ich. Meine Fresse, mach doch nicht so Käse mit mir. Ja, es ist 12 Uhr. Schön. Ich höre schon wieder schreien. Und da muss ich auch noch lang. Okay, hier könnte ich speichern. Dann tun wir dies auch mal kurz.
So, einmal speichern. Ja. So. Ich will da nicht durch. Nein, nein, nein. Gut, aber machen wir jetzt hier fürs erste Mal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.